Einen schönen guten Tag und Mahlzeit, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV. Heute mit einer kleinen Verzögerung, wie der ein oder andere schon mitbekommen hat, gab es ja hier ein kleines Netzwerkproblem, besser gesagt ein größeres Netzwerkproblem vielmehr. Und Sie sehen das hier in der JFD-Indikation zum DAX, dass es hier eine Kurslücke gab. Dies war, wie gesagt, aber nicht ein Problem der Surfer von JFD, sondern vielmehr ein Netzwerkproblem des Anbieters. Also hier praktisch eine Verbindungsconnection. Das ging auch hier von New York aus. Wir werden im weiteren Tagesverlauf dahingehend nochmal eine Info im Stream verlautbaren. Und JFD an dieser Stelle sei gesagt, ist natürlich hier immer wieder bemüht, auch Ihnen natürlich hier in oder für oder aus Kulanzsicht natürlich entgegenzukommen, wenn hier Misstrades erfolgt sind, aufgrund dessen, dass es hier praktisch da diese Lücke gab. Gut, aber was hat der DAX währenddessen gemacht? Es hielt sich oder er verhielt sich zunächst relativ ruhig und hat sich, jetzt wird man den Chart mal ein bisschen aufladen in Sachen Pricing, hielt sich zunächst recht ruhig, hat dann hier das Level von 11.500 Punkten touchiert und diese Unterstützungszone, an der wir im Prinzip gestern auch schon standen beim DAX, das war im Prinzip der Ausgangspunkt, der hier dann schon gestern hätte eigentlich für weiterfallende Kurse sorgen können, tat er aber nicht. Vielmehr ist es heute geschehen und wir haben hier in der Indikation im 24-Stunden-Modus auch hier diese Aufwärtstrendlinie bereits unterschritten und stehen nunmehr unmittelbar vor dem Niveau von 11.400, 11.350 Punkten. Diese Zone ist hier als Umkehrlevel bekannt, beziehungsweise wurde auch schon mehrfach benannt und der Rückgang, ein Rückfall in diese Zone war im Prinzip schon favorisiert, um hier praktisch eine Umkehr einzuleiten. Der Punkt ist jetzt der, dass wir hier oben einen Widerstandslevel haben im Bereich 11.600 Punkten. Können wir auch hier in verschiedenen Indikationen ausmachen. DAX, Xetra, Deutsche Bank hatten wir gerade gesehen, JFD. Wir haben hier oben eine Lücke, beziehungsweise keine Lücke, sondern hier vielmehr den Widerstandscluster. Immer mit kleinen Spikes in Richtung 11,7. Es hat aber letztlich nicht gereicht, die Kraft. Und jetzt sind wir eben hier an diesem Level, kurz vor diesem Level von 11.400 Punkten. Und das ist das, was wir uns jetzt mal im Tageschart genau anschauen. Die heutige Kerze sicherlich keine positive, aber der Rückfall hier mit diesem blauen Pfeil ja auch skizziert, ist das, was wir im Prinzip auch sehen wollten. Oberhalb von 11,7 ist definitiv hier der Bulle sofort wieder aktiviert. Dazu kam es nicht, weil wir eben hier, so sehen Sie auch sehr schön hier anhand der Tageskerzen der letzten Zeit, dass wir hier so einen Deckel oben drauf haben, der eben letztlich immer wieder für Verkaufsdruck sorgte. Hier der Bereich 11,6 extrem wichtig. Das ist auch das Niveau, auf das jetzt per Tagesschlusspreis geachtet werden sollte. Gehen wir darüber, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dann in diesem Kontext auch die 11,7 überwunden wird, was wiederum hier diese blau gestrichelte Linie direkt aktiviert, was dann sogar hier zu Preisen in Richtung 12.000 Punkten plus führen könnte. Jetzt ist es aber erstmal wichtig, deswegen hier diese blaue Tendenzlinie, dass wenn der DAX auch weiter zurücksetzt, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist, also hier 11.350, 11.4, hier nochmal ein Stück weit eintauchen, sozusagen auch den einen oder anderen Bären, der dann hier auf eine weitere Korrektur sitzt, sozusagen mit aufsitzen lassen, um dann hier eine Unterstützung zu erfahren. Wir haben hier auch immer noch nach wie vor das 38er Fibonacci-Level. Hier dieses Aufwärtsimpulses, dieses starken Aufwärtsimpulses vom Juli. Korrektiver Rücklauf ans 61er Retracement hier. Wunderschön zu sehen. Dann Aufstieg, jetzt Rücklauf. Aufstieg natürlich nicht direkt. Wir haben hier den kleineren Aufstieg gesehen. Jetzt Rücklauf und jetzt machen wir das nochmal per se hier, wie das aussehen könnte, wenn die Bullen nämlich jetzt hier zurückkommen. Deswegen auch der Titel, es wird Zeit für die Käufer. Stehen die Chancen gut, dass wir jetzt hier diese zwischengeschaltete ABC-Korrektur nach oben auflösen und es hier sozusagen ein neues Hoch geben wird. Dazu muss der DAX sich aber fangen, denn faktisch unterhalb von 11,3, wir haben auch hier oberhalb von 11,3 sozusagen das blaue Szenario, das bullische Szenario aktiv. Unterhalb von 11,3 wird es brenzlig, dann muss man definitiv noch mindestens mit 300, 400 Punkten Rückschlagspotenzial rechnen, was den DAX natürlich dann hier sichtlich schwächt. Das könnte dann auch in diesem Kontext zu einem Tief, zum Tief unter das Tief vom Juli führen, was per se dann sogar noch schlechter im bärischen Bias oder besser gesagt für den bullischen Bias wäre und dann hier die Bären sozusagen in den Vorteil bringt. Also mal abwarten, was passiert. Wir haben jetzt hier, und den Fall können wir hier auch sehr gut platzieren, die Chance jetzt, upala, uns unmittelbar zu stabilisieren. Das sollte der DAX
wahrnehmen diese Chance, auch weil die Amerikaner im Prinzip sehr konstruktiv gestern geschlossen haben und im Prinzip hier auch den Anschein erwecken, wieder nach oben, weiter nach oben streben zu wollen. Und jetzt ist aber eben wichtig, dass das Ganze hier jetzt dann auch beim DAX sich entsprechend ummünzt. Man darf gespannt sein. Die Situation kann sich jetzt hier die aktuelle Schwäche als Kaufchance rausstellen. Dazu muss es aber natürlich hier gelingen, zwischen 11.350 11.400 eine Stabilisierung zu erfahren. So viel mal zum DAX, meine lieben Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das mal hier auswerten konnten. Wir werden uns gegebenenfalls zum frühen Nachmittag oder am späten Nachmittag nochmal aufschalten, um hier den DAX nochmal näher zu beleuchten oder aber auch dann sogar schon die US-Indizes. Die deuten nämlich auch heute wieder einen schwächeren Start an, obgleich hier definitiv der Markt mit den gestrigen Auftaktsignalen eigentlich sehr, sehr bullisch daherkam. Insofern aktuell Konsolidierung, Schrägstrich Rücksätze auf hohem Niveau, die hier als Chance verstanden werden können. Wie das konkret aussieht, das schauen wir uns auf jeden Fall später an. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen eine gute Mahlzeit, falls noch nicht geschehen. Bis später, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.